Wir erfahren, dass Baronin Ariane de Rothschild, die neue Chefin der Bank, zu einer Tagung am Rande der Klimakonferenz nach Paris reist. Guten Tag, Frau de Rothschild. Elise Lucet von France 2. Ich möchte mit Ihnen nicht über Ökologie, sondern Ökonomie sprechen. Sie leiten eine der renommiertesten Banken der Welt und verwalten sehr große Vermögen. Sie halten sich doch bestimmt an die Regeln der Transparenz und der Bekämpfung der Geldwäsche. Das ist doch zwingend für Sie, oder? Aber ja, absolut zwingend. Also in der Finanzwelt, im Geldgeschäft, findet man im Grunde alles heraus. Du sagst alles? Auf welcher Ebene? Wie meinst du das? Naja, also anhand der Kunden konnte man eben sehen, wie das alles so in der Welt funktioniert. Und im Nachhinein wusste ich natürlich nicht alles, aber ich wusste schon einiges. Weil die Kunden sind eben Banken und die wollen auch ihre Hände sauber halten. Innerhalb so einer Bank gibt es eben ein paar Menschen, die wissen genau, wie es läuft. Also 1% der Leute in einer Bank, die wissen eben, wie das wirklich läuft in der Welt. Das geht auch nicht anders, weil die haben eben mit diesen großen Geldströmen zu tun. Wir haben mehrfach um ein Gespräch mit der Privatbank Edmond de Rothschild gebeten. Hat die Bank gegen die Sorgfaltspflicht verstoßen? Hat sie dazu beigetragen, Khadem Al-Kubaisis Abermillionen zu verschleiern? Wozu hat sie Dutzende Offshore-Gesellschaften gegründet? Wir erfahren, dass Baronin Ariane de Rothschild, die neue Chefin der Bank, zu einer Tagung am Rande der Klimakonferenz nach Paris reist. Guten Tag, Frau de Rothschild. Elise Lucet von France 2. Ich möchte mit Ihnen nicht über Ökologie, sondern Ökonomie sprechen. Sie leiten eine der renommiertesten Banken der Welt und verwalten sehr große Vermögen. Sie halten sich doch bestimmt an die Regeln der Transparenz und der Bekämpfung der Geldwäsche. Das ist doch zwingend für Sie, oder? Aber ja, absolut zwingend. Und was tun Sie heutzutage, wenn ein Großkunde bei Ihnen viel Geld einzahlen möchte? Wie stellen Sie sicher, dass es kein Schwarzgeld ist? Wir sind durch die Zentralbank und internationale Abkommen dazu verpflichtet, Know Your Customer zu betreiben. Das heißt, uns zu vergewissern, dass das Geld sauber ist. Also, dass keine Zweifel bestehen. Und viele Banken, die also im Grunde die Geldwechsler sind, die haben gewisse Aufträge von Kunden, mit denen sie nicht so einfach davonkommen können. Ja, und dann ist es praktisch, Menschen so wie mich damals zu haben, also Katzenfänger oder wir waren die Laufburschen des großen Geldes, die also über Konstruktionen, internationale Rechtsformen, das Geld so bewegen, dass es dann schon alles okay ist. Dass es allemal okay ist. Ja, also, dass die ganzen Aufsichtsbehörden und die ganzen Regeln, die es weltweit gibt, und die gibt es, dass da niemand aufwacht und Verdacht schöpft und denkt, hey, da stimmt was nicht. Da hatten wir vor ein oder zwei Jahren diese Wahnsinnsaufregung über diese Panama-Papiere. Die Panama Papers? Ja. Ja, da ging es um Steuerflucht, Steuerhinterziehung heißt, alle Regeln überschreiten. Ja, es ging hier um Ausweichen. Ontwijken. Ja, und wenn man dann sieht, was da so alles passiert, dann denkt man, ja, Jungs, das ist doch ein ganz alter Schuh, also wen wollten ihr damit langweilen? Es geht um nichts. Aber für die Bevölkerung sind das tolle Nachrichten, aber es geht um nichts. Es zeigt allerdings, dass etwas in der Welt los ist. Ja, dass zum Beispiel Menschen aus den Niederlanden mit einer gewissen Position da Bankkontos haben, mit Rechtsformen, wodurch sie in den Niederlanden keine Steuern zahlen müssen. Und das ist alles legal. Also diese Art Konstruktion war Teil meiner Arbeit. Dann sprechen wir doch über Ihren Kunden Khadem Al-Kubaisi. Ich nehme an, Sie kennen ihn. Ein Großkunde mit hunderten Millionen Euro bei Ihrer Bank. Sind Sie sicher, dass es sich in diesem Fall nicht um Schwarzgeld handelt? Ja. Mir scheint, Sie zögern mit der Antwort. Nein.
Ach ja, nur weil sie arm sagten. Erstens einmal gibt es das Bankgeheimnis. Ja, das ist mir bekannt. Ich werde also nichts über Kunden oder Nichtkunden sagen. Wenn ich schon mal die Möglichkeit habe, mit Ihnen zu sprechen, will ich Ihnen sagen, dass wir über Dokumente aus Ihrem Haus verfügen, die zeigen, dass Sie Offshore-Konstrukte errichtet haben. Darüber kann ich in der Öffentlichkeit nichts sagen. Ich bin ans Bankgeheimnis gebunden. Hier ist nicht der Ort dazu. Wir haben Dokumente, die zeigen, dass Sie 142 Briefkastenfirmen für Kunden gegründet haben, deren Identität dadurch verschleiert wird. Dazu wollen Sie nichts sagen? Offshore-Gesellschaften sind nicht per se schlecht. So geht das hier nicht. Ariane de Rothschild scheint nicht nachtragend zu sein und legt ein gutes Wort für uns ein. Solche Leute sollten Sie nicht einladen. Welche? Diese Journalisten. Danke, dass Sie gekommen sind. Diese Leute können Sie nicht stören. Doch, die können es. Aber Sie sind doch unantastbar. Sehr nett, vielen Dank. Ja, und wo mir es dann irgendwann dämmerte, also das wusste ich vorher nicht, mittlerweile weiß ich das, das ist das mit den Geheimdiensten. Ja, und man denkt dann immer, Geheimdienste vertreten die Interessen von Ländern, von Bevölkerung, aber dann scheinen es letztendlich im Grunde kriminelle Organisationen zu sein. Zumindest ist das System schwer kriminell. Also es geht hier um das Finanzieren von Kriegen, das Kreieren von Kriegen, das Kreieren von sehr viel Elend in dieser Welt. Also es geht hier um sehr viel Streit. Und dann denkt man, Mann, also wenn die Menschen wüssten, wie das hier alles läuft. Geheimdienste schrecken vor nichts zurück, vor nichts. Und sie haben natürlich auch wieder ihre Geldströme. Und wenn sie dann im Drogenhandel, im Waffenhandel, in welchem Handel auch immer sind, Menschenhandel zum Beispiel, das ganze Geld muss natürlich irgendwo hin. Alles muss finanziert werden. Ja, wenn es so ist, kannst du auch bestätigen, dass sie Geld waschen? Alle. Alle. Ja. Also die ganze Welt ist nicht, wie alle denken, dass sie ist. Das merkt man bei dieser Arbeit. Kannst du mir verraten, was das Schlimmste ist, was du erlebt hast? Sozusagen der Punkt, an dem es für dich zu viel geworden ist. Ja, das ist die Bruchstelle gewesen und man kommt immer tiefer in diese Kreise. Ich habe nicht mit Blut unterschrieben, aber man unterschreibt eigentlich einen Vertrag auf Lebenszeit, dass man keine Namen preisgibt, also Namen von Unternehmen, Organisationen, Personen. Das ist, denke ich, auch der Grund, wieso ich noch lebe. Man hält sich daran. Und umso besser ich geworden bin in diesem Netzwerk, in dieser Arbeit, die ich getan habe, desto tiefer bin ich auch in die Finanzwelt eingedrungen. Und dann scheint diese Welt doch sehr klein zu sein. Also man merkt das jedes Mal. Das war mit anderen Dingen auch so, beispielsweise im Import und Export. Da hatte ich mit Getreide zu tun. Da habe ich auch gemerkt, wow, das ist nur ein sehr kleiner Kreis. Und spricht man in der Finanzwelt vom Hardcore-Kern, also nicht Frau Müller am Schalter, sondern nein, ich rede hier von den großen Geldströmen, die sich auf dieser Welt bewegen und womit man Handel betreibt. Ja, aber da gab es diesen Moment, wo ich eingeladen wurde, und darum erzähle ich das alles auch, im Ausland an Opfergaben teilzunehmen. Da bin ich gebrochen. Kinder. Okay. Ja, und wo mir es dann irgendwann dämmerte, also das wusste ich vorher nicht, mittlerweile weiß ich das, das ist das mit den Geheimdiensten.
Ja, und man denkt dann immer, Geheimdienste vertreten die Interessen von Ländern, von Bevölkerungen, aber dann scheinen es letztendlich im Grunde kriminelle Organisationen zu sein. Zumindest ist das System schwer kriminell. Also es geht hier um das Finanzieren von Kriegen, das Kreieren von Kriegen, das Kreieren von sehr viel Elend in dieser Welt. Also es geht hier um sehr viel Streit. Und dann denkt man, Mann, also wenn die Menschen wüssten, wie das hier alles läuft. Geheimdienste schrecken vor nichts zurück, vor nichts. Und sie haben natürlich auch wieder ihre Geldströme. Und wenn sie dann im Drogenhandel, im Waffenhandel, in welchem Handel auch immer sind, Menschenhandel zum Beispiel, das ganze Geld muss natürlich irgendwo hin. Alles muss finanziert werden. Ja, wenn es so ist, kannst du auch bestätigen, dass sie Geld waschen? Alle. Alle. Ja. Also die ganze Welt ist nicht, wie alle denken, dass sie ist. Das merkt man bei dieser Arbeit.